Herzlich willkommen zu Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Heute in diesem zweiten Video möchte ich mit Ihnen eine Zigarre der Manufaktur Casa de Alegria verkosten, ein Perfecto-Format, so nennt sich dieses Format. Es ist eine Doppelfigurado, sie läuft also an beiden Seiten spitz zu. Für den geistigen Genuss ist heute Franz Liszt zuständig und auch da habe ich einen Test vorbereitet, natürlich kein Test Franz Liszt, sondern eine Besprechung der großen, ja, man kann sagen Jahrhundertaufnahme sämtlicher Klavierwerke dieses wahrscheinlich größten Virtuosen der Musikgeschichte. Zu unserer Zigarre zunächst. Sie stammt aus Nicaragua, aus der kleinen Manufaktur Casa de Alegria in Esteli. Ich vermeide mal die etwas anzüglich scherzhafte Einwortübersetzung des Manufakturnamens und sage, es handelt sich um ein Haus der Freude. Das ist im doppelten Sinne richtig, weil die Casa de Alegria eine kleine Manufaktur, gegründet von dem Deutschen Ralf Westerwick, ist, die sich bemüht, nach den Grundsätzen des fairen Handels zu produzieren. Und zwar werden faire Löhne gezahlt, es werden Beiträge in die Krankenversicherung bezahlt, die Bauern können ihre Ware direkt verkaufen und man bemüht sich, ein sehr faires und gutes Arbeitsklima inklusive eines 13. Monatsgehaltes zu zahlen, was für Nicaragua außerordentlich gute Bedingungen sind. Ob die Zigarre denn nun auch entsprechend gut schmeckt, das werden wir sehen. Von der Optik her verspricht sie jetzt nicht allzu viel, sie kommt ehrlich daher, sie hat eine durchaus leichte Unebenheiten, die man nicht nur fühlt, sondern auch sieht. Aber insgesamt ist sie doch wohl ganz anständig verarbeitet, hat einen guten Widerstand, einen guten Druck, es scheint ordentlich Tabak mit drin zu sein. Sie weist eine Länge von 135 mm aus und einen Durchmesser von 19 mm, was einem Ringmaß von 48 entspricht. Der Kaltgeruch hat etwas leicht Holziges, leicht Kräutriges mit Anklängen an leicht feuchte Erde. Der Kaltzug hat schon etwas in Richtung Edelkakao, was Feinherbes. Auch mit einem leichten Kräuterunterton. Der Abbrand kommt angenehm daher, nicht beißend. Es entwickelt sich ein schöner, tatsächlich bläulicher Rauch. Und die ersten Züge haben etwas von Kakao, dazu dezente Kräuter im Hintergrund. Es ist kein Aromenfeuerwerk am Anfang, aber es ist, verspricht durchaus, ein angenehmer Smoke zu werden. Eine gute Zigarre aus Übersee verschließt die Tür vor den Gemeinheiten dieser Welt. List ist Mist. Moment. List ist Mist lautet ein gängiges und viel zitiertes Vorurteil angehender Pianisten. Dieser pauschale und recht dumme Ausspruch mag daher rühren, dass sich Liszts Klavierwerke zu erobern unglaublich schwer ausnimmt. Viele seiner Werke sind technisch höchstgradig anspruchsvoll und sind wirklich sehr, sehr schwer einzustudieren, sodass man
vor lauter Technik, vor lauter Schwierigkeiten oftmals die geistige Tiefe, die tatsächlich unter seinen Werken liegt, als angehender Pianist vielleicht nicht wahrnimmt. Liszt ist übrigens, was ein Zigarrentasting angeht, eine weitaus bessere Wahl als der gute Goethe in meinem ersten Video, was ich Ihnen auch gerne ans Herz legen möchte, wo es auch ein bisschen um Aromenentwicklung, wie wirken Aromen geht. Liszt jedenfalls war ein so leidenschaftlicher Zigarrenraucher, dass er sich, als er ins Franziskanerkloster einzog, um da einige Zeit zu leben, ausbedingt hatte, dass er doch wenigstens seine Zigarren weiterhin als Genussmittel rauchen darf. Die Zigarre selbst entwickelt sich in den ersten Zügen nicht sonderlich weiter. Es bleibt ein sehr edel kakaohaltiges Aroma, ein leicht kräuterbetonter Abbrand. Und auch vom Geschmack her bleibt es so in diesem Spektrum liegen. Ist aber ein durchaus angenehmer, von der Konsistenz her recht cremiger Rauch, der durchaus sicherlich viele Freunde zumal zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis finden wird. Zu unserer Liszt-Einspielung. Es handelt sich um eine große Box mit 99 CDs. Das gesamte, ja, man muss sagen, bisher verfügbare Klavierwerk von Franz Liszt. Es wird vielleicht noch das ein oder andere irgendwann auftauchen, aber ich bin sicher, dass Leslie Howard auch dann diese neu aufzufindenden Sachen noch einspielen wird, denn das hat er über die lange Zeit, über die er dieses Riesenwerk vollbracht hat, immer wieder getan. Liszt hat in Leslie Howard wirklich einen Anwalt seines Werkes gefunden, der nicht nur mit Leidenschaft und mit pianistischem Können an das Werk ging, sondern mit einer unglaublichen wissenschaftlichen Akribie überall auf der Welt nach den originalen Noten, nach den Handschriften gesucht hat und tatsächlich jeden Fitzel von Liszts Klaviermusik mit aufgenommen hat. Wir finden Stücke, die sind teilweise keine 20 Sekunden lang, die er mal eben auf irgendeinem Umblatt eines anderen größeren Werkes notiert hat. Und zwar von den ganz berühmten Werken zu zahlreichen Ersteinspielungen, die hier drauf sind, die es auf keiner anderen Edition gibt. Sie können all diese CDs einzeln erwerben, dann wird die Angelegenheit recht teuer. Man kann aber, wie gesagt, auch diese Sonderedition kaufen, wo dann natürlich nicht sämtliche CDs schön einzeln in Jewel-Cases daherkommen. Ich darf den Meister mal ein wenig zur Seite stellen, sondern wir haben es dann natürlich mit Pappeinbänden zu tun. Aber diese sind sehr raffiniert gestaltet, mit einem Farbcode hinterlegt, wo man dann auch sofort herausgreifen kann, aus welcher Epoche, aus welcher Rubrik das Werk ist, was man sucht. Man muss auch nicht lange suchen, denn Hyperion war so freundlich, ein Booklet, ein Büchlein mit dabei zu legen. Das ist dieses hier, was eine kleine Einleitung in das Oeuvre, das Klavieroeuvre von Franz Liszt gibt und was zudem auch noch das Werkverzeichnis der Klavierwerke enthält und die Titel auch noch mal alphabetisch, sowohl nach dem Titel des Werkes als auch nach dem Werkverzeichnis von Humphrey Seeley ausgibt. Das übrigens auch zur Zeit von Leslie Howard überarbeitet wird, da es einer dringenden Weiterüberarbeitung bedarf. Es ist nämlich nicht ganz vollständig. Während ich jetzt die Zigarre weiter verköstige, ich hatte Ihnen ja erzählt, Franz Liszt war der Erfinder des Klavierabends, des Klavierrecitals, und er war sicherlich auch der meist umjubelste Pianist aller Zeiten. Und um sich eine Vorstellung eines solchen Konzertes zu machen, lade ich Sie nun zu einem Klavierabend mit Franz Liszt im Schnelldurchlauf ein, während ich mir die Zigarre, ja, bis zum Beginn des herrlichen, des zweiten Drittels zu Gemüte führe und wünsche Ihnen viel Spaß bei einem zeitgenössischen,
aus der Zeit heraus aufgenommenen Konzert, ich sage das mit einem Augenzwinkern, Sie werden gleich sehen, warum, natürlich eingespielt von Leslie Howard, von dieser Edition. Dann können Sie sich ein gewisses Bild machen. Haben Sie keine Angst, Sie brauchen jetzt nicht 2 Stunden zu warten. Das Ganze ist sehr komprimiert und sehr kurz dargestellt. Viel Vergnügen dabei.
Die Zigarre schleicht sich so gerade ins herrliche, ins mittlere Drittel hinein. Der Rauch wird etwas intensiver. Das Aroma bleibt im herben Kakao, bleibt im Kräuterhaften. Es gesellt sich noch so eine Note von angeröstetem Wildreis hinzu. Das ist ein sehr interessantes, leichtes Röstaroma, was hinzukommt, was das Ganze vielleicht ein bisschen spannender macht. Es ist eine mittelkräftige Zigarre. Sie ist also keine Zigarre, die einen direkt umhaut. Casa de Alegría bringt zwei Serien heraus. Die eine nennt sich Suave. Das ist die liebliche, die milde Reihe. Und diese hier entstammt der Rico-Reihe. Ich weiß nicht, ob man das auf der Bauchbinde sehen kann. Die hat dann unten auf dem Schwarz Rico stehen, also lecker. Das ist die etwas kräftigere Linie. Ich entferne jetzt auch mal die Bauchbinde. Normalerweise mache ich das am Anfang einer Zigarre, aber das macht jeder Connoisseur ja so, wie er es möchte. Manche lassen sie auch ganz einfach dran. Zu den Tabaken. Die Einlage stammt aus Nicaragua selber. Das Umblatt ist ein Indonesien-Umblatt, also aus Indonesien. Und das Deckblatt ist ein Habano Cuban Seed Deckblatt, ein nicht unbedingt sehr schön gemachtes Deckblatt, aber doch eins, was an der Lippe eine gewisse Würzigkeit gibt, was dem Ganzen das Aroma ein wenig zur Erde hin noch abrundet. Die Zigarre entwickelt auch, man kann das vielleicht sehen, einen leichten Schiefbrand. Der Ligero-Tabak, der stärkste, liegt also nicht genau in der Mitte. Es ist vielleicht auch ein Rollerproblem bei diesem doch recht schwierigen Format. Das hat man recht häufig. Der Zugwiderstand ist aber wirklich exzellent. Bisher gefällt mir ausgesprochen gut. Eine Zigarre zu diesem Preis mit dem Aroma kann man sich sehr gut in den Humidor legen. Ich träume gerade hier im herrlichen, im mittleren Drittel. Die Asche erweist sich als doch recht stabil. Das Aroma ist immer noch mittelkräftig, erdig, schokoladig und mit leichten Röstnotizen. Es ist keine große Entwicklung im Aromenspektrum zu spüren. Aber sie bleibt wirklich rico, sie bleibt lecker. Es ist eine ordentliche, anständige, eine faire, bodenständige Zigarre. Da hat Ralf Westerwick mit seiner Manufaktur wirklich gute Arbeit geleistet. Interessant ist vielleicht noch für potenzielle Käufer und Genießer einer solchen Zigarre, dass 5% jeden verkauften Produktes in soziale
Projekte fließen. Ein Kindergarten soll gegründet werden, Kinder sollen unterstützt werden damit. Das ist also durchaus eine Zigarre, die sich mit gutem Gewissen und gutem Genuss rauchen lässt. Der Abbrand ist natürlich jetzt, wo der Rauch sich stärker entwickelt, auch etwas intensiver. Er ist nicht beißend, er ist schärfer, aber durchaus noch angenehm. Die Raumnote ist wirklich präsent, aber nicht so, dass sie schneidend wäre. Es ist ein wirklich angenehmer Raumduft, der entwickelt wird. Natürlich ist das immer subjektiv. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, du hast auch schon mal bessere Zigarren geraucht. Natürlich habe ich auch schon mal bessere Zigarren geraucht. Aber diese gehört wirklich zum Standardrepertoire meines Humidors. Einmal aus Preis-Leistungsgründen, einmal aus diesen Fairness-Gründen, aber auch aus geschmacklichen Gründen. Ich habe die Zigarre also schon öfter geraucht und muss deshalb auch hier einmal sagen, nicht alle Exemplare ziehen so gut wie diese, die ich hier erwischt habe. Manche sind da etwas fester, etwas verschlossener und man muss auch bei anderen Exemplaren schon mal häufiger nachzündeln. Aber insgesamt ist das ein wirklich schönes Alltagsraucherlebnis, was man mit dieser Zigarre haben kann. Apropos schon mal etwas Besseres geraucht, schon mal etwas Besseres gehört, das betrifft nicht, bevor sich List wieder beschwert, seine Werke. Aber bei den Interpretationen ist es natürlich so, bei einer solchen Mammuteinspielung von hunderten Werken kann nicht alles Gold sein, was glänzt. Und der Musikliebhaber, der Klassikliebhaber oder hier der Liebhaber romantischer Musik, der Epochenbegriff ist gemeint, ist es natürlich so, dass der ein oder andere sagt, ja, die große H-Moll-Sonate von Franz Liszt, die höre ich dann doch lieber von Alfred Brendel oder die ungarische Rhapsodien, die ein oder andere vielleicht lieber von Claudio Arrau. Aber was die Meisterleistung von Howard ist, ist eben, dass wir hier wirklich alles haben und dass er viele der berühmteren Werke und vor allen Dingen auch der nicht so bekannten Paraphrasen und Transkriptionen mit einem unglaublichen Ernst spielt, mit einer Virtuosität, aber auch einer Tiefe, die wirklich die Werke auslotet, die versucht, den geistigen Gehalt, den seelischen Genuss in dieser Musik sichtbar zu machen. Und das hat man eben sehr selten bei der Fülle an Liszt-Interpretationen seiner bekannteren Werke. Ich erinnere an die berühmten Liebesträume, an die Petrarca-Sonette. Da hat man doch sehr häufig Interpretationen, die zwar technisch brillant sein mögen, aber doch hart an der Grenze zum Kitsch oder an der Grenze zum billig gespielten daherkommen. Und das ist dann genau wieder etwas, was zu Vorurteilen gegenüber seiner Musik führt. Und da bemüht sich Leslie Howard wirklich gekonnt, das zu umschiffen und versucht uns die Inhalte, das Wesen der Musik näher zu bringen. Und das ist eine Leistung, die nicht hoch genug gewürdigt werden kann. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, nicht nur für die Gesamteinspielung, sondern dass er wirklich versucht, die Werke ernst zu nehmen und uns damit einen tieferen, einen geistigen Genuss, einen Götterfunken der Musik zu bescheren. In den Gemütern, die dem Guten nah verwandte Begeisterung für das Schöne zu entzünden und zu nähren, das ist die Aufgabe des Künstlers. Die Zigarre neigt sich nun dem Ende. Es ist Zeit, ihr ein Zeugnis auszustellen. Im letzten Drittel haben sich noch ein paar Holztöne, so wie frisch gehobeltes Holz, leicht angenehm, möchte sagen, mit einer gewissen Herbe verbunden, dazugesellt. Aber insgesamt spielt die Zigarre nicht in der ganz großen Liga. Die Aromenentwicklung bleibt relativ konstant. Bis zum Schluss immer in diesem Edelkakao und gerösteter Reis, Gewürze und ein paar jetzt zum Schluss Holzaromen, die dazukommen, bleibt es das Spektrum dieser Zigarre. Ich möchte diese zweite YouTube-Aufnahme allen
Freunden und Genießern guter Zigarren widmen. Vor allen Dingen allen Liebhabern guter Musik, der Musik von Franz Liszt und solcher, die es noch werden wollen. Eine sehr lohnenswerte Entdeckung. Und ich möchte dieses zweite Video meiner lieben Freundin Birgit widmen, die an diesem 3.11., wo ich es aufzeichne, Geburtstag hat. Genießen Sie diese Casa de Alegría, diese Zigarre aus dem Haus der Freude mit Freude. Analysieren Sie nicht zu viel, sondern träumen Sie bei guter Musik, bei interessantem, gutem Geschmack und denken Sie daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.